Angela Merkel hatte in kurzer Zeit zweimal einen öffentlichen Zitteranfall. Grünen-Chefin Baerbock äußerte sich dazu und musste sich selbst korrigieren. Merkel hatte bei zwei öffentlichen Auftritten einen Zitteranfall. In der Folge wurde vielfach die Sorge um ihre Gesundheit geäußert. Am Samstag äußerte sich schließlich auch Merkel selbst. Update 8.30 Uhr. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Sorgen um ihre Gesundheit zu zerstreuen versucht. Auf die geäußerte Frage, ob sie wegen ihrer Zitterattacken einen Arzt aufgesucht habe, sagte sie an. Samstag in Osaka. Ich kann Ihnen so viel berichten, dass ich Ihre Frage erst einmal verstehe. Kann. Sie habe ansonsten aber nichts Besonderes zu berichten, mir geht es gut. Merkel ergänzte, ich bin überzeugt. So wie diese Reaktion aufgetreten ist, wird sie auch wieder vergehen. Grünen-Chefin kommentiert Angela Merkels Zitteranfall. Und rudert dann zurück auf Datte 8.20 Uhr. Ein sehr flapsiger Spruch über Merkels Gesundheit ist der Grünen-Chefin Annalena Baerbock über die Lippen gegangen. Diese sorgt jetzt für Empörung. Konkret sagte sie auf einer Pressekonferenz, auch bei der Bundeskanzlerin wird deutlich, dass dieser Klimasommer gesundheitliche Auswirkungen hatte mit Bezug sie. Sich auf den zweifachen Zitteranfall, den Merkel zuletzt bei öffentlichen Auftritten gezeigt hatte, sie ergänzte, dass Hitze auch für Bundeskanzlerinnen nicht kalt macht. Am Samstagmorgen ruderte Baerbock schließlich vollständig zurück, nachdem es massive Empörung über ihre Äußerungen gegeben hatte. Diese Äußerung war ein Fehler. Bilanz ihrer Aktion aus Baerbocks Sicht. Das ist gründlich schief gegangen. Update vom 28. Juni 2019. Merkel ist trotz ihres erneuten Zitteranfalls zum G20-Gipfel in Osaka gereist. Dort traf sie US-Präsident Donald Trump zu einem Gespräch. Er nannte sie eine fantastische Person und großartige Freundin. Angela Merkel lässt mit Zitteranfall wilde Spekulationen aus. Update 20.50 Uhr nach. Den zweiten Zitteranfall innerhalb weniger Tage mehren sich die Fragen, ob Angela Merkel ernsthaft erkrankt ist. Und im Netz wird wild spekuliert. Doch es gibt auch Menschen, die der Kanzlerin in den sozialen Netzwerken beistehen. Wieder ein Vorfall.
Für jede Menge Twitter-Müll und unqualifizierte Ferndiagnosen schreibt eine Userin. Ein anderer wirft Alien, die über den zitternden Fall lästern oder Merkel verhöhnen, vor, dass sie den Respekt vor Mitmenschen verloren hätten. Ein anderer Twitter-Nutzer betont ihr großes Arbeitspensum und wünscht ihr, wie viele andere, eine gute. Erholung. Ich wünsche Angela Merkel baldige Erholung und den sozialen Medien Soziales im Namen. Wer gesundheitlichen Problemen mit chemischer Freude begegnet, soll sich schämen. Habe großen Respekt vor ihrem Arbeitsentzug. André Puchter, @AndréPuchter27. Juni 2019 auf Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herausgeber Bertolt Kohler bemerkt in einem Kommentar: Im Netz kreisen schon die Geier? Die sich dabei freuen, dass Merkel nun auch körperlich am Ende sei, wenn Merkel zittert. https://9v26.gekat.twitter.com/@fatsnet27. Juni 2019 sollte die Gesundheit der Kanzlerin überhaupt öffentlich diskutiert werden? In einem Kommentar schreibt die Leiterin des RTL Hauptstadtstudios, Jutta. Billig. Am liebsten möchte man ihr zugestehen, was jeder und jeder andere auch für sich in Anspruch nimmt: Gesundheit ist Privatsache. Aber so einfach ist es nicht. Merkel ringe vor dem G20-Gipfel und der Vergabe der EU-Posten sichtbar an Stärke. Sie sei als Kanzlerin eben keine Privatperson wie andere, ihr Gesundheitszustand sei ein Politikum, auch wenn man ihr so gerne ersparen würde. Genesungswünsche im Internet für Angela Merkel, Lutate vom 27. Juni 2019, 15:11 Uhr. Angela Merkel erlitt am Donnerstag bei ihrem Auftritt im Schloss Bellevue erneut einen Zitteranfall. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von knapp einer Woche. Schon vor einer Woche gab es einige gehässige Kommentare im Netz. Die Mehrheit der Netzreaktionen fiel jedoch mitfühlend aus. Nach der erneuten Zitterattacke zeigte sich eine ähnliche Reaktion. Die überwältigende Mehrheit der User sprach wegen des Vorfalls ihr Mitgefühl für. Angela Merkel aus und das unabhängig von der politischen Orientierung, ob man ihre Politik mag oder nicht. Hier geht es um einen Menschen. Also lasst doch euren Spatt und eure Witze, schrieb etwa ein User. Ein anderer meinte, die politischen Differenzen stoppen bei Gesundheit.
Gute Besserung, Angela Merkel reist trotz zweiter Zitterattacke zum G20, Gipfeldate vom 27. Juni, 13.43 Uhr. Wenige Stunden nach ihrem neuerlichen Zitterenfall ist Kanzlerin Angela Merkel, CDU, zum 20-Gipfel. Der mächtigsten Industrienationen der Welt im japanischen Osaka geflogen. Nach der gravierenden Panne beim Flug Merkels zum vorherigen G20-Treffen im argentinischen Buenos Aires Ende November stand an. Donnerstag in Berlin-Tegel auch eine Ersatzmaschine bereit. Das baugleiche zweite Langstreckenflugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr vom Typ A340. Das Flugzeug sollte einige Zeit nach Merkel zu einem Trainingsflug nach Tokio aufbrechen und dort als Ersatz für die eigentliche Kanzlermaschine bereitstehen. Punkt wieder Zittern am ganzen Körper bei Merkel, Vorfall bei Vereidigung neuer Ministerin, Date vom 27. Juni. Nur 9 Tage nach ihrem aufsehenerregenden Schwächeanfall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am Donnerstag die gleichen Probleme wieder gehabt. Bei der Überreichung der Ernennungsurkunde an die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, fing die Kanzlerin im Schloss Bellevue plötzlich an, am ganzen Körper zu zittern. Sobald sie sich anschließend bewegte, sei es ihr wieder besser gegangen, berichtete ein DPA-Fotograf, der die Szene festhielt. Merkel bekam ein Glas Wasser angeboten, das sie aber nicht an einem Punkt in der vergangenen Woche hatte. Merkel bei einem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj erheblich gezittert. Während sie gemeinsam mit Selenskyj auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartete, begannen ihre Beine und ihr Körper heftig zu zittern. Als sie mit dem Präsidenten dann die Formation abschritt, hatte sich das sichtbar wiedergelegt. Merkel erklärte später, sie habe an dem heißen Tag zu wenig getrunken. Punkt. Am Donnerstagmorgen war es in Berlin allerdings nach mehreren Hitzetagen kühl. Merkel zitterte fast 2 Minuten lang, legte immer wieder die Arme vor dem Körper übereinander, offenbar um nicht die Kontrolle zu verlieren. Punkt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte auf Anfrage der deutschen Presseagentur über mögliche Auswirkungen des neuerlichen Vorfalls, etwa auf Merkels am Mittag geplante Reise zum G20-Gipfel nach Japan. Alles findet statt wie geplant. Der Bundeskanzlerin geht es gut. Merkel verfolgte anschließend im Bundestag die Vereidigung Lambrechts.
Kurze Zeit später verließ sie jedoch den Bundestag. Video. Kanzlerin Merkel zittern erneut vor laufender Kamera. Angela Merkel. Zittern Fall während der Hymne, Experten bewerten das wieder Date von 20. Juni, 13.45 Uhr. Der Zwischenfall rund um Angela Merkel ist wohl vergleichsweise harmlos abgelaufen. Doch was wäre, wenn es sich um einen ernsten medizinischen Notfall gehandelt hätte? Hätte der Bundeskanzlerin dann sofort ein Arzt zur Seite gestanden? Die Antwort: Nein, das berichtet zumindest die Bild. Demnach hat Merkel zwar einen Hausarzt, aber keinen Leibarzt. Wenn sie ihre Amtsgeschäfte im Inland ausübt, ist sie auf örtliche Ärzte angewiesen, entweder zu Hause in Berlin oder bei ihren Terminen in anderen Städten. Anders sieht es aus, wenn sich die Kanzlerin auf Auslandsreisen befindet. Dann werden Merkel vom Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amts ein Arzt und ein Rettungssanitäter zur Seite gestellt. Das war auch 2017 der Fall, als Merkel bei ihrem Besuch in Mexiko auffällig zitterte. Und so ist es auch aktuell, während Merkels Besuch des EU-Gipfels in Brüssel. Lesen Sie auch: Bayerischer FDP-Mann verunglimpft CSD-Parade. Und sorgt für Eklat. So ein schwules Sorge um Angela Merkel. Kanzlerin zittert heftig während Staatsempfang der Wissenschaftliche. Dienst des Bundestags hat in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2014 dargestellt, welche Vertretungsregeln greifen würden, wenn der Bundeskanzler seine Amtsgeschäfte vorübergehend nicht ausüben kann. Darin heißt es, dass der Kanzler das Recht und die Pflicht habe, einen Vizekanzler zu benennen. Dieser muss ein Bundesminister sein. Welches Kabinettsmitglied zum Vizekanzler ernannt wird, ist die Entscheidung des Kanzlers. Gängige Praxis sei es, dass der Vizekanzler ein Politiker des Koalitionspartners sei. Derzeit ist dies Olaf Scholz. Eine längere Abwesenheit, so stellt der wissenschaftliche Dienst fest, sei bislang noch nicht vorgekommen. Merkel war 2011 nach einer Knie-OP und 2014 nach einem Skiunfall zweimal erkrankt, arbeitete aber von zu Hause weiter und kehrte kurz danach wieder ins Bundeskanzleramt zurück. Wie die Bild herausgefunden hat, braucht der Bundeskanzler übrigens keine Krankmeldung einzureichen. Er hat arbeitsrechtlich keinen Vorgesetzten und ist auch nicht in einem klassischen Angestelltenverhältnis beschäftigt. Auf Zitteranfall. Von Angela Merkel folgt das Welle auf Fazit Boykott-Date vom 19.
Juni 22:10 Uhr. Besorgnis gibt es nach drastischen Äußerungen gegen Kanzlerin Angela Merkel auch im Zusammenhang mit dem Fall Lübcke. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, haben mehrere Politiker nach der Tötung des CDU-Politikers Morddrohungen erhalten, unter ihnen auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henrietta Rackert. 20:20 Uhr. Kanzlerin Angela Merkel, CDU, hat mit einer Phase physischer Schwäche am Dienstag kurz Besorgnis ausgelöst. Doch in den sozialen Netzwerken gab es bei weitem nicht nur mitfühlende Worte. Zahlreiche Nutzer, unter anderem auf Facebook, setzten Hasspostings ab. Auch acht Politiker und bekanntere Persönlichkeiten fanden sich unter den Verfassern mit heftigen Anschuldigungen, meldete sich unter anderem der Publizist und Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel zu Wort. Von Alkoholikern weiß man, dass sie bei Entzug an. Zu zittern fangen, twitterte er. Bei Merkel war nach eigenen Angaben das Fehlen von 3 Gläsern Wasser für die Parkinson'schen Anfälle verantwortlich. Kritik auf das Posting kam auch aus der Politik. Witzfigur, antwortete der Grüne Dieter Janicek.